Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barschalarm TV. Diesmal Barschalarm TV on the rocks, heißt Eisangeln auf Barsch, vielleicht auch auf Hecht. Ich habe noch 2 Stunden, dann ist für mich die Eisangelsaison 2016 auch schon wieder vorbei. 3 Tage hat sie gedauert. Ist eine Sondersituation, ja, vorher war das Eis zu dünn. Ab morgen ist dann schon wieder Tauwetter, also es geht mit Schneeregen los. Am Sonntag dann schon deutliche Plusgrade, nächste Woche bis 10 Grad. Das Eis ist jetzt gerade mal 10 cm dick, also ja, dann ist der Ofen auch schon bald wieder aus. Bevor ich jetzt auf dieses Eisangeln zu sprechen komme, möchte ich mich nochmal ganz herzlich für das viele gute Feedback bedanken, dass wir über Facebook, über den Barschalarm und über YouTube gekriegt haben. Das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Wir haben auch ein paar Anregungen bekommen. Eine davon war, dass wir doch ein bisschen mehr erklären mögen. Das wollen wir aus vielen Videos, wollen wir diese Erklärstrecken raushalten. Heute bin ich allein unterwegs und irgendwas muss ich ja sagen. Deswegen wird es diesmal ein kleines Erklärvideo. Und zwar geht es halt, wie soll es auch anders sein, wenn ich beim Eisangeln bin, ums Eisangeln auf Barsch. Für viele ist das Thema Eisangeln kein Thema, einfach zu hart, zu mühselig. Bei manchen ist es verboten. Für mich ist es auf jeden Fall was ganz Besonderes. Also ich fand es schon immer super, einfach weil man für die Fische so hart kämpfen muss, weil man mit diesen feinen Ruten hier angelt, alles ganz, ganz filigran ist. Man mit wenig Tackle aufs Wasser geht und manchmal eben auch belohnt wird. Nicht alle Jahre kommt es vor, dass man überhaupt aufs Eis darf bzw. kann. Und man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen. Und das habe ich ausgiebig gemacht, ne? Ich habe mich hier durch den ganzen See durchgefräst, außer durch diesen mittleren Bereich. Ich habe die ganzen Uferkanten abgefischt und ich habe jetzt nicht besonders viele sehr große Fische gefangen. Viele kleine waren auch dabei, 2, 3 mittlere, aber vom Eis zählt jeder Fisch mindestens doppelt und jeder 30er so viel wie ein 40er im echten Leben. Kommen wir erstmal auf die Köder zu sprechen. Meine absoluten Lieblingsköder sind Balance Jigs zum Eisangeln. Der hier ist von Rapala, wie könnte es anders sein. Jigging Wrap heißt das Ding. Das Coole an den Teilen ist diese Flosse da hinten dran und die Form und dass die Öse hier oben sitzt. Und wenn ich den zupf, bricht der unheimlich zur Seite aus und der pendelt unter meinem Eisloch hin und her, also mit dem mache ich richtig Strecke und das ist mir auch wichtig, weil ich dadurch einen sehr großen Radius abfischen kann unterm Eisloch. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt einen Löffel zum Beispiel nur oder einen Zockerfisch, der mehr oder weniger nur vertikal arbeitet, der wieder, wie gesagt, der geht zur Seite weg, schießt immer los und dann lasse ich den auspendeln und dann pendelt der sich da so langsam ein. Und die allermeisten Bisse kommen eben in dieser Auspendelphase. Also wenn er diese Teile angelt, das werdet ihr auch gleich sehen, wenn er diese Teile angelt, dann müsst ihr euch Zeit lassen, müsst die Dinger ganz, ganz heftig anzupfen, sodass er wegschießt und dann auspendeln lassen, auspendeln lassen, auspendeln lassen und der Biss kommt dann meistens im Stehen. Wie ihr hier seht, habe ich da unten noch so eine kleine Kunstmade dran gemacht. Also da bin ich vielleicht abergläubisch, aber ich habe echt das Gefühl, die Dinger bringen es. Man hat, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr mal drauf achtet, man hat oft den Fisch an dem Haken sitzen, an dem so eine Kunstmade angebracht ist. Also ich mache meistens eine auf dem Schwanz und eine unten dran. Also das hier sind die Top-Köder.
meine Bohrstrategien, zwei Strategien. Die eine ist, sich so circa auf der ersten Kante irgendwie zu bewegen. Hier in dem Fall ist es so ungefähr 3 Meter vom Schilf weg. Ich arbeite mich sehr gern an den Schilfgürteln entlang, eben einfach, weil ich denke, dass in Ufernähe, da ist dann noch ein bisschen Pflanzen, oder das weiß ich auch, man hat oft ein bisschen Kraut am Haken, wo Kraut ist, auch abgestorben ist, da hält sich auch ein bisschen Kleinfisch auf oder zumindest kleine Krebschen oder irgendwas. Und da sind dann eben auch Fische immer. Und die andere Strategie ist eben, im 5 Meter Abstand sich Löcher in Richtung Seemitte zu bohren und da dann zu hoffen, dass man irgendwie mehrere Tiefen mitnimmt und dann eine Tiefe findet, in der dann eben Fisch steht. Und wenn ich dann die ersten Fische auf der Tiefe gefangen habe, dann bohre ich parallel zu dieser Tiefe weiter, weil ich der Meinung bin, oder das hat sich oft beim Eisangeln rausgestellt, dass die Fische sich auf einer Tiefe aufhalten. Und weil nicht nur Barsche auf die Teile ballern, nehme ich ganz gern ein ganz dünnes Stück und ein relativ kurzes Titan. Ich habe jetzt, das ist die dünnste Stärke, ich glaube Tragkraft irgendwas 5 Kilo oder vielleicht sogar noch weniger, macht nichts, weil meine 18er Fluorcarbon-Schnur hat auch nicht viel mehr Tragkraft. Habe ich einen ganz, ganz kleinen Wirbel dran geknotet bzw. geklemmt. Dünne Klemmhülsen, kleiner Karabiner. Also das sind ganz feine Vorfächer. Hier seht ihr auch wieder die Maden da unten dran, die Kunstmaden. Also unerlässlich ein Stahlvorfach. Hat den Nachteil, dass sich der Köder ab und an mal so reinschlägt. Das passiert. Da kann man nicht viel machen. Aber das muss man in Kauf nehmen. Viel ärgerlicher ist es nämlich, wenn man mal einen richtigen Einschlag hat, ein Hecht kommt und man den Köder verliert und den Hecht. Und der Hecht mit dem Köder im Maul rumschwimmen muss. Also insofern, kurzes Stahl muss beim Eisangeln sein. Eine Alternative zum Balance Jig ist eine Mormuschka, die ist in dem Fall aber auch ein Balance Jig, das ist so eine klassische russische Mormuschka. Da wird die Schnur hier durchgeführt und dann, vielleicht sieht man es ja, am Haken hinten festgemacht mit einer Schlinge und dadurch steht das Ding auch schön horizontal im Wasser. Hinten die Made steht natürlich auch. Hier eine ganz tolle Spezialrute mit so einer Bibberspitze. Ganz kurzes Ding habe ich für 49 Dollar aus den USA geschossen. Das Coole ist halt, dass diese Spitze sowohl Bisse anzeigt, feine Bisse, die runter zucken, als auch wenn jetzt ein Fisch von unten den Köder nimmt und mir entgegenschwimmt, dann entspannt sich diese Spitze. Und die Köderführung ist ganz einfach. Ich gehe immer hoch und runter. Hoch und runter und schaue eben auf meine Spitze. Sobald die zuckt oder sich entspannt, gibt es einen Anhieb. Ja, Leute,
nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, war ich an dem besagten Tausonntag, Tauwettersonntag doch nochmal auf dem Eis. So richtig viel ist auch nicht abgeschmolzen, das sieht schlimmer aus als es ist. Wir haben immer noch 8 cm, aber das ist jetzt definitiv der letzte Tag gewesen. Also 4 Tage Eisangeln nonstop. Heute mit Freunden. Oh, da kommt noch mal ein Fisch. Das ist vielleicht... Ach. Habt ihr es gesehen? Das war noch mal ein Barsch. Verdammte Axt. Nicht schlecht. Also, ich denke, mit dem Resultat der Eisangelsaison kann man zufrieden sein. Heute an dem Mormuschka-Tag bin ich auf jeden Fall noch mal happy. Kamen ja noch mal ein paar ganz gute Fische raus. Die Nase läuft. Der Film ist aus, der Hannes weg. Bis zum nächsten Mal.